Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video testen wir den Dyson V6 Fluffy. Ich habe mir diesen Handstaubsauger oder auch Staubsauger auf Amazon bestellt. Der kam wieder mal nach ein, zwei Tagen an. Und ich habe ihn schon ausgepackt und etwas zusammengebaut. Und jetzt packe ich ihn und jetzt baue ich ihn wieder auseinander, um euch das Ganze mal ein bisschen näher zu zeigen. Also wie ihr sehen könnt, drücke ich hier auf den einfachen Knopf und schon kann ich das hier rausnehmen. Und das habe ich dann in zwei Teile. Das ist das eigentliche Gerät, das ist hier dieser Dyson V6 Fluffy. Der ist wirklich sehr einfach und von Aufbau eigentlich wirklich sehr gut gemacht. Was mir besonders gut gefällt, ist auf jeden Fall erstmal das Design und wirklich, dass man das ganz einfach reinigen kann, entleeren kann. Nachdem der ganze Mist hochgezogen wurde, der ganze Dreck, kann man hier einfach hier das hier drücken, nach unten ziehen und schon entleert sich das Ganze gut. Ich habe schon einen kleinen Test gemacht und ein bisschen was Staub gesaugt, deswegen ist da jetzt auch ein bisschen Dreck rausgekommen. Aber ja, und so macht man das dann wieder zu. Des Weiteren, was mir sehr gut gefällt, der Motor ist wirklich hier sehr einfach, also dieser Akkumotor, das ist wirklich sehr easy. Ich weiß nicht, der wiegt vielleicht schätzungsweise jetzt ein Kilo oder 1,5, 2 Kilo, 3 Kilo, ungefähr sowas. Ich denke nicht mal 2,5 Kilo. Und der liegt wirklich sehr leicht in der Hand. Und genau. Und dazu kommt jetzt dann hier diese Rolle hier dazu. Ideal für Hartböden gemacht. Die ist wirklich sehr sanft und sehr weich. Also mit der schadet man wirklich keinen Hartboden, sondern pflegt den eher. Weil das ist wirklich hier extrem leicht gemacht und vom Konzept her, also ich habe das auch gerade mal gerade getestet, der saugt wirklich hier alles mit auf. Ich habe hier auch so einen Hartboden, wie ihr sehen könnt, und da wird wirklich alles aufgesaugt damit. Genau, was mir noch sehr gut gefällt, ist die Wendigkeit. Hier kann man das sehen, das wurde wirklich ganz gut gemacht. Das ist sehr wendig hier in jede Richtung. Aber der einzigste Nachteil, was mir jetzt so aufgefallen ist, beim Staubsaugen ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ganz unten ist, dass man eher schwieriger reinkommt. Also das lässt sich hier komplett biegen, hier der Kopf, hier der hier. Aber es ist wirklich schwieriger, weil wenn man jetzt ganz tief reingehen will, hinter dem Sofa, dann kommt man halt hier damit nicht rein, ne? Aber ich meine, diese Länge müsste eigentlich auch ausreichen, also hier diese komplette Länge, um in die Sofaritze, also unter das Sofa reinzukommen. Müsste es eigentlich reichen, aber natürlich jetzt nicht bei jedem Sofa. Genau, das ist mir aufgefallen. Ansonsten ist das wirklich sehr genial gemacht, dass man diesen Akkustaubsauger auch ganz einfach als Handstaubsauger nutzen kann, beispielsweise fürs Auto. Also der Dyson V6 Fluffy, der bietet wirklich sehr viel Zubehör. Einmal hier diese Bürste. Damit kann man zum Beispiel zack hier das reinstecken und schon kann man damit Staub saugen. Dann hat man hier das hier. Damit kommt man wirklich in jede Sofaritze rein. Und natürlich kann man das auch alles verlängern. Also praktisch nicht nur hier so kurz dran setzen, sondern das Ganze auch hier dran machen, indem ich das hier rausnehme, den Kopf, und das dann hier dran mache. Ganz easy, zack. Und schon könnte ich oben irgendwie die Spinnenweben an der Decke nehmen. Und ja. Ein Nachteil, was mir auch noch aufgefallen ist, dass der Staubsauger, dieser Akkustaubsauger, etwas laut ist. Wenn wir jetzt mal hören. Das ist schon ein bisschen laut, aber man merkt auch wirklich, dass dieser Staubsauger wirklich ordentlich Leistung hat. Also wir haben hier 350 Watt, eine Spannung von 28 Volt, also das ist wirklich eine ordentliche Leistung. Der Staubsaugt euch auch alles wirklich auf dem Boden. Wir haben hier eine Fassung von 0,4 Litern, also da passen 0,4 Liter rein. Und wer sich jetzt den Geräuschpegel nicht ganz vorstellen kann, das sind halt 81 Dezibel, das ist schon etwas laut, aber immer noch im normalen Bereich. Also es ist jetzt nur so laut, wenn man hier die Einstellung hat Maxi, also man kann hier eine Maximaleinstellung drücken, dann ist hier einfach eine ordentliche Leistung. Wenn man den ausmacht, ist das wieder ein bisschen leiser.
Das ist jetzt ohne die Maximalanspannung. Genau. Jetzt schließen wir das Ganze mal wieder dran mit dem normalen. Also wie gesagt, ihr könnt hier dieses Zubehör mit dran packen. Das ist ja das, was mitgeliefert wurde. Dann haben wir hier das Netzteil. Damit laden wir hier den Akku auf. Der Akku hat eine Laufzeit von 20 Minuten, also ihr könnt damit 20 Minuten lang staubsaugen. Wie ihr das auflädt, ist hier, also hier sitzt unten der Akku. Was mir ein bisschen nicht gefällt, ist, dass man diesen Akku nicht rausnehmen kann, sondern der ist hier fest montiert. Und ja, aber ansonsten gefällt mir wirklich das Design sehr, sehr gut. Das Design ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es liegt leicht in der Hand und man kommt wirklich in jede Ecken rein. Und das Zubehör natürlich ist wirklich top. Jetzt nochmal hier zu diesem Kopf hier. Also der rotiert hier sehr gut, wie man sehen kann. Und hat wirklich auch eine ordentliche Leistung. Also wenn ich jetzt mal den Boden staubsauge ein bisschen, kann ich direkt sehen. So, ich kann euch mal anschauen, wie sich das verhält auf dem Boden. Also wie gesagt, der gleitet wirklich perfekt über den Boden und nimmt auch alles mit. Also jetzt können wir hier wieder sehen, ich habe jetzt, ja gut, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber ich habe hier jetzt, nehmen wir das mal kurz raus, den ganzen Dreck schon wieder hier drin, wie ihr sehen könnt. Also hier der Staub. Also der gleitet wirklich sehr gut über den Boden und nimmt alles mit. Und was ich jetzt noch als Nachteil empfinde ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das hier habe, das muss ich kurz reinstecken. Wenn ich das jetzt zum Beispiel habe und einmal aus der Hand fallen lasse oder so, ist das, finde ich, nicht so gut, weil hier haben wir halt den Akku, hier haben wir das Plastikglas. Und wenn das mir jetzt hier einmal aus der Hand fällt, dann könnte das vielleicht wirklich einen Schaden bekommen, das Gerät. Und das finde ich halt ein bisschen, ja, kritisch, weil wenn das mir einmal aus der Hand fällt, wird es wahrscheinlich nicht kaputt gehen, aber beim zweiten, dritten Mal könnte das schon kritischer sein. Ich weiß nicht, ob das halt wirklich sehr stabil gemacht ist, so dass das mehrere Abschläge aushält, also mehrere Stürze, wenn das mir mal so aus der Hand fällt. Was mir noch weiterhin gut gefällt, ist die Wandhalterung, die mitgeliefert wird. Die hatte ich hier irgendwo, die ich jetzt gerade nicht finde. Die Wandhalterung, genau. Also wirklich auch cooles Design von der Wandhalterung. Hier haben wir die Wandhalterung, das montiert man einfach an der Wand fest. Und kann den Dyson V6 dann so dran montieren und ihn bei Gebrauch einfach von der Wandhalterung nehmen. Also das finde ich wirklich ganz cool gemacht, dass es hier diese Wandhalterung mit dabei gibt. Das ist sehr praktisch. Und ja, also alles in allem gefällt mir der Dyson V6 wirklich sehr gut. Wie gesagt, die einzigen Nachteile ist etwas laut. Vielleicht hier mit der Stabilität, falls mir das mal aus der Hand fällt. Und es ist halt nicht geeignet, um wirklich jedes Sofa unten sauber zu machen. Weil ich halt nicht mit diesem Ding hier, mit dem kompletten Ding reinkomme. Aber ich denke, die Länge ist wirklich ausreichend. Was ich euch jetzt hier noch sagen wollte, ist, das ist hier ein Lithium-Ionen-Akku des Dyson-Saugers, besticht durch seinen gleichmäßigen Leistungsverbrauch die bis zu 3-mal schnellere Ladezeit. Also bei so einem Lithium-Akku habt ihr halt auch den Vorteil, dass ihr eine 3-mal schnellere Ladezeit habt. Und was noch durch diesen Vorteil ist, durch diese Bürste hier, ihr könnt wirklich mikroskopkleinische Staubpartikel mit diesem einfachen Staubsauger aufsaugen. Weil der nimmt wirklich jedes kleinste Staubkörnchen noch mit durch diese einfache Feinbürste. Genau, also alles in allem sehr empfehlenswert. Die einzigsten Nachteile vielleicht, das mit dem etwas zu laut. Falls er mir mal aus der Hand fällt, bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich ganz stabil ist. Aber ansonsten wirklich sehr wendig und auch nicht schwer oder sowas. Ich komme damit wirklich in jede Ecke rein damit. Und das Coole ist, ich kann ihn auch praktisch als Autostaubsauger benutzen. Deswegen finde ich den Dyson V6 Fluffy alles in allem wirklich sehr gut. Mit der Wandhalterung wirklich genial, kann man schnell nutzen und was wegmachen, irgendwie Spinnennetze oder den Boden.
pflegeleicht sauber machen. Und gerade für Hartboden ist der wirklich ideal. Also für mich ist der ideal, weil er wirklich alles vom Boden mitnimmt. Besser wie so ein Bodenstaubsauger, finde ich. Und ja, also ich kann den Dyson V6 Fluffy empfehlen. Unten unter diesem Video habt ihr ein Angebot dazu, also auf Amazon ist der momentan im Angebot, glaube ich. Ich verlinke euch das Ganze mal. Ich habe ihn mir auch über Amazon gekauft, da war er nach 2-3 Tagen da. Ich glaube, 2 Tage waren das. Ich verlinke euch den Link zu Amazon dazu. Dort könnt ihr euch den kaufen und euch selber nochmal ein Bild davon machen. Also ich bin eigentlich begeistert von dem Handstaubsauger oder Bodenstaubsauger, Akkustaubsauger, was man auch dazu sagen soll. Macht euch einfach mal selber ein Bild davon. Und ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Kaufberatung etwas weiterhelfen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt noch zu dem Akku oder irgendwie zum Staubsauger, dann könnt ihr das unter die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video und viel Erfolg bei eurem Kauf. Ciao.